Welche Folgen hat das, was jetzt übers Wochenende in Russland passiert ist, für die Märkte? Denn eins scheint klar, es kann nicht ein weiter so wie bisher in Russland geben, ein Business as usual. Dazu sind die Ereignisse letztendlich zu krass, dass da irgendwie ein Söldnerführer mal eben kurz vor Moskau erst sagt, okay, ich höre jetzt mal auf Moskau weiter zuzulaufen, und die russische Armee nicht in der Lage war, das in irgendeiner Form zu stoppen. Das zeigt, dass die Dinge hier schwierig werden, dass da ein politisches Erdbeben passiert ist, das dann Nachbeben nach sich zieht. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Märkte durchaus jetzt in dieser Woche erstmal nervös bleiben werden, weil man schlichtweg nicht weiß, was da passieren wird. Denn wir haben es mit einer Atommacht zu tun. Wir haben hier diesen geopolitischen Konflikt, natürlich diesen Krieg mit der Ukraine. Und was passiert, wenn dann ein Putin, der ja immerhin irgendwie rational agiert, dann vielleicht abgelöst würde durch einen, der sagt, Mensch, wir müssen jetzt mal die Dinge ein bisschen radikaler denken. Die sogenannten Schiloviki, die sagen, wir sind viel zu soft, wir hätten in der Ukraine die komplette Infrastruktur zerstören müssen, dann wäre all das nicht passiert. Wir sind dabei, diesen Krieg zu verlieren, und Prigozhin hat ja im Prinzip die Legitimität des Kriegs angezweifelt und vor allem die Kriegsziele als unrealistisch deklariert. Im Grunde sagt er, ja, Krim und vielleicht Donbass, das ist das, was wir schaffen können, aber der Rest der Ukraine illusorisch, und dementsprechend wird da einiges passieren, und das dürfte die Märkte, denke ich, durchaus on fire halten. Schauen wir uns mal verschiedene Einschätzungen hier an. Da ist zum Beispiel die Saxo Bank. Die sagt, naja, das dürfte Risikoaversion unter Investoren auslösen. Auch wenn jetzt die Situation deeskaliert ist, wird es hart, eben diesen for status quo to return, also dass alles so weitergeht wie bisher. Dagegen Adrian Zürcher hier bei der UBS Global Wealth Management sagt, ja, also das ist nichts, was jetzt Unsicherheit an den Märkten oder Volatilität an den Märkten hervorrufen wird. Man kann ja schon sehen, dass bisher nicht so wahnsinnig nicht viel passiert ist. Okay, wir werden erst später sehen, wer von diesen beiden Positionen recht hat, aber aus meiner Sicht ist da zu viel passiert. Aus meiner Sicht sind da tektonische Platten verschoben worden, und wenn so etwas passiert, dann entsteht immer Unsicherheit, weil du nicht weißt, in welche Richtung sich diese Platten letztendlich bewegen und welche Statik dann daraus für die politische und makroökonomische Landschaft abzuleiten ist. Hier sehen wir jedenfalls mal die Auffassung von Analysten, die ich sehr interessant finde, dass Prigozhin eigentlich nicht versucht hat, wirklich die Macht zu übernehmen, sondern dass der im Prinzip durch diese Aktion von Verteidigungsminister Shoigu, der praktisch die Söldnertruppen gezwungen hat, sich unterzuordnen, sich einzugliedern in die Armee. Kadyrov, der Tschetschene, hatte das ja gemacht, aber eben nicht Prigozhin, dass der gezwungen war zu diesem Schritt. Er wollte seine Unabhängigkeit bewahren. Und jetzt ist eben die Frage, wie das mit Wagner insgesamt weitergeht, wie es mit Putin weitergeht, wie es für Shoigu weitergeht. Da dürfte sehr bald etwas passieren, aber es ist schon eine ziemliche Blamage gewesen, wie schnell diese Truppen da vorrücken konnten. Wie durch Butter sind die da mal eben Richtung Moskau gefahren. Das war schon eine Situation, die wirklich dann auch so überraschend endete, wie zuvor war. Wahrscheinlich, weil Prigozhin gemerkt hat, er hat nicht den Support, er hat ja dann auch ein begrenztes Zeitfenster, hätte Moskau schnell einnehmen müssen, um Ressourcen zu haben, die er braucht, Waffen etc. etc. Aber hier sehen wir mal Berichte, die ich nicht bestätigen kann, aus Quellen aus Russland, die sagen, Shoigu ist in isolation under the supervision of bodyguards, und es herrsche Panik in der Entourage von Shoigu. Da wird etwas passieren, das dürfte sehr bald passieren, denn dass das jetzt irgendwie alles so entspannt weitergeht und nichts kommt, das ist unwahrscheinlich, denn für Putin ist das natürlich ein Riesenproblem. Sein Vasall, sein Satellitenstaat Weißrussland hat das im Grunde vermittelt, nämlich Lukaschenko, der kennt Prigozhin schon seit 20 Jahren. Putin, der in seiner Fernsehansprache noch gesagt hat, die werden dafür einen hohen Preis bezahlen, muss jetzt sagen, die gehen straffrei aus, weil das Wichtigste
Ziel war letztendlich, dass hier kein Blutvergießen passiert. Das ist eine Schwächung der Autorität von Putin. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Und das wird er nicht auf sich sitzen lassen. Er muss jetzt in irgendeiner Form scharf agieren, um sich den Respekt, die Autorität wiederzuholen. Das bedeutet latent eine Radikalisierung. Und dementsprechend darf man gespannt sein, was da passiert. Das gilt auch für den VIX, der ja ganz niedrig war, unter der 13er-Marke. Am Freitag sind wir dann allerdings noch mal ein bisschen nach oben. Aber das Erstaunliche ist diese hohe Korrelation, die total ungewöhnlich ist zwischen dem S&P 500 und dem VIX. Also normal ist es ja so, wenn der VIX steigt, die Volatilität steigt, dann fällt der S&P 500 und umgekehrt. Diesmal ist das nicht so. Was ist da los? Goldman Sachs sagt hier, das ist eigentlich extrem ungewöhnlich. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen, selbst 2003 etwa. Und bei der Dotcom-Blase haben wir Ähnliches nicht gesehen in Märkten, die ohnehin mechanisch getrieben war. Erstens durch Waren, durch Optionen, diese Call-Optionen. Hier eine Grafik von Maverick of Wall Street, der sagt, wir kommen jetzt von mechanischen Märkten, die also durch diese Hebelwirkungen, etwa durch Optionen getrieben wurden, in technische Märkte. Das ist eine interessante Bemerkung. Also sozusagen technische Niveaus, die eine Rolle spielen. Die Fundamentaldaten sind eher schwierig eigentlich für die Märkte, aber das ist kaschiert worden eben durch die FOMO-Geschichten, die sich vor allem durch Optionskäufe von Callkäufen eben manifestiert haben. Hier, this bull market is just getting started, a trader's bet. Also ein Artikel hier im Wall Street Journal, der dieses Fear of Missing Out beschreibt. Aber wir haben in der letzten Woche schon so ein bisschen einen defensiven Shift gesehen, eine Wendung gesehen. Wir sehen Healthcare, der beste Sektor, Consumer Defensive, also defensive Parts aus dem Consumer-Bereich. Wir sehen, dass Technology relativ weit hinten war, Basic Materials, also konjunktursensitive Dinge, weiter hinten waren. Am Freitag hier sehen wir unten der Nasdaq schwach, Nasdaq 100, aber vor allem der Russell 2000 schwach. Nachdem eben Powell, nachdem die Notenbanken hawkisch agiert haben, wir hatten Zinsanhebungen, wir hatten hawkischen Sprech von Jerome Powell, der sagte, ein oder zwei Zinsanhebungen sind noch drin, aber vor allem die Zinsen werden nicht sinken. Und das haben die Märkte, die Fed Fund Futures jetzt erstmal ausgepreist. Wir sehen hier in Relation zum Russell hat sich Tech hier noch ein bisschen besser gehalten, aber wir sehen sowohl Tech als auch vor allem die Banken sind in der letzten Woche deutlich unter Druck gekommen und die Banken sind zentral eigentlich für die Märkte. Sie sind der Herzblutkreislauf gewissermaßen. Wenn die ein Problem haben, kann etwas mit den Märkten nicht stimmen. Und hier sehen wir mal Megacap-Bewertungen, also die großen Tech-Werte bei 30. Price-Earnings-Ratio, also Kurs-Gewinn-Verhältnisse, bei den anderen 493 Werten bei 17. Wir haben also eine extreme Bewertungslücke zwischen Tech und den anderen. Dementsprechend dürften wir wieder Rotationsbewegungen sehen, früher oder später, dann rein in Value. Dann wird wieder das Gegenteil gemacht. Wir sehen aber jetzt die letzten beiden Wochen ziemlich starke Abflüsse aus Tech, weil man sich sagt, naja, das ist schon richtig gut gelaufen. Und schauen Sie mal das Nasdaq-Down-Volume an. Wir haben also in der letzten Woche relativ großes Volumen gesehen bei den Aktien, die gefallen sind, interessanterweise. Und wenn wir uns hier mal anschauen, Market Cap S&P 500, also die Marktkapitalisierung des S&P 500 in Relation zu den Reserve Balances, also wenn man so will, zur Liquidität, die bei den Banken vorrätig ist, dann sind wir da schon sehr, sehr weit oben, wenn Sie unten in dieser Grafik mal gucken, diese gelbe Linie. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass Liquiditätsparameter ein bisschen gestiegen sind durch die versuchte Bewältigung der Bankenkrise, als die Fed ihre Bilanzsumme ausgeweitet hat. Und genau das hat eben dann auch den Anstieg der Märkte ermöglicht. Man hat sich gesagt, naja, die Fed wird die Zinsen senken. Erstens, zweitens, lass uns Tech kaufen. Die sind völlig abgelöst von der Wirtschaft. Die würden gar keine Rezession spüren. Falsch, aber wurde so gespielt. Bernanke, der ehemalige Notenbankchef, hat genau das gesagt. Higher stock prices, wenn die Märkte steigen, dann macht das die Menschen reicher. Consumer Wealth geht nach oben. Das wiederum sorgt für Confidence, sorgt
sorgt für bessere Stimmung. Das wiederum, die bessere Stimmung nämlich, die sorgt für Ausgaben. Und für gesteigerte Ausgaben heißt, dass dann die Unternehmen mehr Profite machen können, die Preise anheben können. Und so entsteht diese Inflationsspirale eben, die die Fed unbedingt verhindern will. Wir sehen, dass die Financial Conditions oben in diesem Chart sich gelockert hatten. Deswegen eben auch die Märkte gestiegen. Kommt da jetzt ein Anstieg? Jedenfalls sehen wir die globale Liquidität hier in diesem unteren Chart weiß gegenüber dem S&P 500 blau, dass das auseinandergedriftet ist in letzter Zeit. Ein bisschen kurzer Blick auf diese Woche. Wir haben heute den IFO-Index aus Deutschland um 10 Uhr. Wir haben dann Paul, der sprechen wird bei dieser Notenbankenkonferenz im portugiesischen Sintra. Wir haben dann Fed-Speaker und wir haben vor allem am Freitag dann eben die PCE-Verbraucherpreise. Das wird sehr wichtig. Nochmal zurück zu den Märkten. Hier sehen Sie mal einen Vergleich zwischen dem Nasdaq aus dem Jahr 2000 und dem Nasdaq aus dem Jahr 2003. Sehr, sehr ähnliche Struktur. Die würde bedeuten, dass wir jetzt einen Rücksetzer sehen, gefolgt von einer Bewegung, wenn Sie rechts da mal gucken, gefolgt von einer Bewegung nochmal nach oben und dann vielleicht nach unten. Die Fallhöhe ist nicht unerheblich aufgrund eben dieser sehr, sehr hohen Bewertungen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir uns mal angucken, wenn der S&P 500 10% bis Juni gestiegen ist oder praktisch im ersten halben Jahr, dann ist der Markt durchschnittlich 10% im zweiten Halbjahr weiter gestiegen, mit Ausnahme von ein paar unschönen Jährchen. 1929, 1987 sind da besonders prominent, als eben die Märkte ein Stück weit an der Realität vorbei agiert hatten, euphorisch waren. Hier haben wir jetzt die Situation, dass die Zinsen steigen, aber die Märkte sind dennoch euphorisch. Spielen die Werte eigentlich nach oben, die von Zinsen negativ beeinflusst sein sollten, nämlich Tech? Irgendwie passt das nicht so wirklich zusammen. Tendenziell haben wir auch eine Liquiditätsverknappung durch Bilanzreduzierungen, gerade jetzt in der Eurozone. Die Banken werden jetzt die Telco-Geschichten zurückzahlen. Das wird Liquidität aus dem System ziehen. Und hier sehen wir mal eine Bemerkung von Kevin Smith von Crescent Capital, der hier sagt, also wir haben meistens eine Tech-Blase vor einer Rezession. Das war dann schon eben vor Platzen der Dotcom-Blase der Fall. Das heißt, da sind Euphorien der Fall, die sich immer mehr von der Realität abkoppeln. Die Realität sieht auf dem Boden deutlich schlechter aus. Jetzt haben wir halt sozusagen dieses Mantra, KI wird alles retten, egal was passiert auf dem Boden. In der Realität, KI ist der Gamechanger, der alles verändern wird. Sehr unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Und hier mal, ich hatte das schon mal gezeigt, der Blick auf die durchschnittliche Entwicklung dieser Woche. Oder was sozusagen hier zu erwarten ist, saisonal könnte eine interessante Zeit werden, jetzt vor allem mit eben dieser Geschichte um Russland. Gucken wir kurz nochmal nach China. Hier sehen wir der Yuan auf einem 7-Monats-Tief unter die Marke von 7,2 gefallen zum Dollar, nachdem Travel Spending enttäuschend war. Also die hatten ja hier das Drachenfest, die Chinesen, das ist dann wieder, was den Konsum betrifft, ziemlich schwach ausgefallen. S&P Global hat jetzt das Wachstum Chinas etwas runtergenommen von 5,5 auf 5,2%, aber diese Wachstumszahlen Chinas, die kann man nicht ernst nehmen. Einkommensmanager-Indizes kann man ernst nehmen, aber das BIP ist eine sehr, sehr politische Zahl. Also wir sehen Yuan-Schwäche, wir sehen bisher keinen Stimulus, so zumindest wie die Märkte sich das erwartet haben. Und das ist wichtig auch für die deutsche Wirtschaft. Heute um 10 Uhr kommt der IFO-Index. Wenn Sie das Video sehen, ist der vielleicht schon passiert. Gap zwischen Aufnahme und der Veröffentlichung des Videos. Hier sehen wir zuletzt der IFO gefallen. Das erste Mal nach, glaube ich, 6 Monaten. Ob sich dieser Trend weiter fortsetzt, nachdem wir ja ganz, ganz schwache Einkaufsmanager-Indizes gesehen hatten, die Daten aus der Eurozone immer schlechter werden, gleichzeitig die EZB dabei bleibt, eben die Zinsen anheben zu wollen, vor allem aus Deutschland, die Daten ja sehr schwach, aber auch Frankreich. Und jetzt haben wir ein Inflationsproblem, beziehungsweise Deutschland dürfte die Inflation nach oben ziehen, eben auch durch das 9-Euro-Ticket. So ein Artikel hier bei uns, neue Daten dürften den Druck auf EZB und Fed erhöhen, wir werden sehen, aber perspektivisch dürfte es so sein, dass eben die Wirtschaft sich weiter abschwächt, weil die Geldmenge deutlich schrumpft. Normalerweise folgen dann die Wirtschaftsdaten
etwa die Einkaufsmanager-Indizes mit 1 bis 2 Quartalen Verspätung. Und das genau sehen wir hier mal, diesen Vergleich zwischen der Geldmenge und den europäischen PMIs, also den Einkaufsmanager-Indizes, finde ich eine sehr, sehr interessante Grafik. Abschließend 3 Hinweise, meine Damen und Herren. Die Schuldenkrise verschärft sich weiter. Darüber wird in Deutschland kaum berichtet. Es gibt 3 Provinzen, die richtig, richtig echte Finanzprobleme haben und im Grunde zahlungsunfähig sind. Erste Empfehlung. 2. Empfehlung. Ist das nur eine kleine Korrektur jetzt letzte Woche gewesen oder sogar das Ende der Bärenmarkt-Rally hier, das Big Picture? 2. Empfehlung. Und die 3. Empfehlung, meine Damen und Herren, die Fed begeht einen nächsten riesigen Fehler. Hier meines Kollegen Hannes Zipfel unbedingt lesen wird. Alle 3 Artikel, die ich Ihnen hier ans Herz legen möchte. Also Ihnen das Allerbeste, diese 3 Artikel. Ich sage Servus, ciao.